Ape, sagte Amenhotep, verziehe noch etwas, mein Freund. Wie heißt du eigentlich? Bin Isne vermutlich oder Nekadia, nehme ich an? Wie ich heiße, antwortete Josef, so hieß ich nicht. Und weder meine Mutter, die Sternenjungfrau, noch mein Vater, der Gottesfreund, nannten mich so. Aber seit feindliche Brüder mich in die Grube stießen und ich dem Vater starb, da ich hinabgestohlen ward in dieses Land, hat, was ich bin, einen anderen Namen angenommen. Es heißt nun Osarsif. Das ist interessant, urteilte Amenhotep, der sich in die Kissen seines überbequemen Stuhles zurückbegeben hatte, während Josef vor ihm stand. Du bist also der Meinung, dass man nicht immer gleich heißen, sondern seinen Namen den Umständen anpassen soll, je dem gemäß, was aus einem wird und wie man sich befindet? Mamachen, was sagst du dazu? Ich glaube, meiner Majestät gefällt es, denn Pharao selbst heißt schon viel zu lang, wie er heißt, und längst steht sein Name mit dem, was er ist und wie er sich befindet, in schlechtem Einklang, so dass er im Stillen für sich schon einige Zeit mit dem Gedanken verkehrt, sich einen neuen und richtigeren Namen beizulegen, den alten und irreführenden aber abzulegen. Ich habe dir von diesem Vorhaben noch nie gesprochen, Mamachen, weil es unbequem gewesen wäre, es dir unter vier Augen zu eröffnen. Aber in Gegenwart dieses Wahrsagers Osarsif, der auch einmal anders hieß, eröffne ich dir's. Es ist eine gute Gelegenheit. Gewiss will ich's nicht überstürzen. Es muss nicht gleich morgen sein, aber geschehen muss es eines baldigen Tages. Denn wie ich heiße, das wird zur Lüge täglich mehr und zum Anstoß bei meinem Vater am Himmel. Es ist eine Schande und auf die Dauer nicht zu ertragen, dass mein Name den Namen des Amun trägt, des Thronräubers, der vorgibt, den Re Horachte verzehrt zu haben, den Herrn von On und den Ahn der Könige Ägyptens und nun als Reichsgott thront und als Amun Re. Du musst verstehen, Mamachen, dass es meine Majestät auf die Dauer schwer belästigt, nach ihm zu heißen, statt einen wahreren Namen anzunehmen, der den Namen des Einzigen trägt, nämlich Echnaton. Damit es meinem Vater wohlgefällt, wie ich heiße. Ganz gleich, ob ich mir dadurch einen unangenehmen Empfang zuziehe des Großmächtigen von Karnak, der kommen und vorstellig werden wird und mich langstielig bedrohen mit dem Zorne des Witters. Den kann ich tragen. Ich will alles gern tragen, um der Liebe willen zu meinem Vater am Himmel. Pharao, sagte die Mutter, du lässt außer Acht, dass wir nicht allein sind. Und diese Dinge, die mit Klugheit und Mäßigung zu handhaben, sind wohl besser nicht vor den Ohren dieses Wahrsagers aus dem Volke erörtern. »Lass das gut sein, Mamachen«, erwiderte Amenhotep. »Der ist in seiner Art von einer edlen Herkunft, das hat er uns selbst zu verstehen gegeben. Der Sohn einer Lieblichen, was etwas ausgesprochen Anziehendes für mich hat. Und dass er schon als Kind das Lamm genannt wurde, bezeugt auch eine gewisse Eleganz.« »Ach, Mamachen, und du, lieber Wahrsager, wie herrlich über alle Herrlichkeit und wie einzig im All ist der Aton, mein Vater. Und wie schlagen meine Pulse vor Stolz und Rührung, weil ich aus ihm hervorging und er mich vor allen seine Schönheit und Liebe begreifen ließ. Denn wie er einzig ist an Größe und Güte, so bin ich einzig an Liebe zu ihm, sein Sohn, den er mit seiner Lehre betraute. Wenn er aufgeht in der Himmelsflut und emporsteigt aus dem Gotteslande im Osten, funkelnd gekrönt als König der Götter, so jauchzen alle Geschöpfe. Die Paviane beten an mit erhobenen Händen und alles Wild preist ihn im Springen und Laufen. Denn jeder Tag ist Segenszeit und ein Freudenfest nach der Fluchzeit der Nacht, wo er sich hinweggewandt und die Welt in Selbstvergessenheit sinkt. Es ist schaudervoll, wenn die Welt ihrer selbst vergisst. Möge es auch erforderlich sein, um ihrer Erquickung willen. Es liegen die Menschen in ihren Kammern, die Häupter verhüllt. Sie atmen durch ihre Münder und sieht ein Auge das andere nicht. Unvermerkt zieht ihnen der Dieb die Habe unter den Häuptern weg. Die Löwen schweifen und alle Schlangen stechen. Aber er kommt und schließt den Menschen die Münder. Er nimmt die Lider von ihren Augensternen und richtet sie auf, dass sie sich waschen und zu ihren Kleidern greifen und an ihr Werk gehen. Hell ist die Erde, die Schiffe segeln Strom auf und Strom ab und jede Straße liegt offen in seinem Licht.
Im Meere springen die Fische vor ihm, denn auch zu ihnen hinabdringen seine Strahlen. Fern ist er, ach, unermesslich fern, aber seine Strahlen sind dessen ungeachtet auf Erden wie in dem Meere und fesseln die Wesen mit seiner Liebe. Denn ohne dass er so hoch und fern wäre, wie wäre er über allem und überall in seiner Welt? Ja, wie mannigfaltig, Herr, sind deine Werke. Du hast die Jahreszeiten gemacht und Raum und Zeit mit Millionen Gestalten bevölkert, dass sie in dir leben und ihre Lebenszeit vollbringen, die du gibst, in Städten, Dörfern und Siedlungen, auf den Landstraßen und an den Flüssen. Du unterschiedest sie und gabst ihnen mancherlei Zungen, dass sie besondere Worte sprechen zu abweichenden Bräuchen, doch alle von dir umfangen, du grundgütiger Gott, wie freudevoll und gesund ist alles, was du schufst und ernährst, und welches herzzersprengende Entzücken hast du Pharao dafür eingeflößt, deinem geliebten Sohn, der dich verkündet. Du hast den Samen gemacht in den Männern und gibst Atem dem Knaben im Leibe der Frau. Du beruhigst ihn, dass er nicht weine. Du gute Wärterin und innere Amme, du schaffst, wovon die Mücken leben, desgleichen die Flöhe, der Wurm und der Spross des Wurmes. Es wäre genug für das Herz und fast schon zu viel, dass das Vieh zufrieden ist auf deiner Weide, dass Bäume und Pflanzen im Safte stehen und Blüten treiben zu Dank und Preis, während unzählige Vögel andächtig über den Sümpfen flattern. Aber wenn ich an das Mäuslein denke in seinem Loch, wo du ihm bereitet, was es braucht, da sitzt es mit seinen Perläuglein und putzt sich die Nase mit beiden Pfötchen. So gehen die Augen mir über. Und gar nicht darf ich ans Küchlein denken, das schon in der Schale piept, aus der es hervorbricht, wenn er es vollkommen gemacht hat. Da kommt es heraus, aus dem Ei, und piept, so viel es kann, indem es herumläuft vor ihm auf seinen Füßen in größter Eilfertigkeit. Besonders daran darf ich mich nicht erinnern, sonst muss ich mir das Gesicht trocknen mit feinem Batist, denn es ist überschwemmt von Liebestränen